Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Bevor wir mit dem aktuellen Video starten, empfehlen wir euch dringend das vorangegangene Video 2.5, die natürliche Exponentialfunktion und ihre Ableitung, nochmal anzuschauen, um uns das ein wenig in Erinnerung zu rufen, was wir da gemacht haben. Wir werden diese Infos für die heutigen Sachen brauchen. Als Start zunächst mal eine kleine Wiederholung von etwas, das ihr in der 9. Klasse zum letzten Mal gesehen haben solltet. Wir hoffen, ihr habt es da auch gesehen. Wenn nicht, dann seht es jetzt zum ersten Mal. Und zwar handelt es sich um eine Gleichung der folgenden Art. Logarithmus zur Basis 3 von 9 ist gleich x. So, jetzt müssen wir uns mal in Erinnerung rufen, was heißt diese Zusammenstellung mit dem Logarithmus eigentlich? Die Basis 3 sagt uns schon mal aus, dass die 3 im Prinzip Basis von etwas darstellt. Und eine Basis hat in dem Sinn immer einen Exponenten. Der Exponent wäre hier dieses x, das gesucht ist. Und die Frage ist, wann ist das Ganze 9? Was hier also steht, dieser Logarithmus zur Basis 3 von 9, ist die Zahl, mit der wir 3 potenzieren müssen, um 9 zu erhalten. Diese Übersetzung sozusagen von dieser in diese Darstellung müssen wir jetzt einfach wieder in unsere Köpfe reinkriegen. Das braucht vielleicht am Anfang ein bisschen, aber wenn es drin ist, dann können wir damit einfach ganz locker arbeiten. Von dieser Gleichung hier können wir die Lösung direkt angeben. 3 hoch was ist 9? Naja, 3 im Quadrat ist 9. Gut, ein weiteres Beispiel. Und zwar, wenn ihr euch jetzt vielleicht langsam wieder an diesen Logarithmus erinnern könnt, dann gab es den auch mit ganz verschiedenen Basen, nicht nur mit 3, wir konnten auch eine andere Basis wählen. Nehmen wir doch jetzt mal als Basis gerade das e, das wir letzte Woche noch eingeführt haben. Ihr erinnert euch, dieser Näherungswert 2,71 und so weiter. Diese Zahl steht jetzt hier unten. Und wir schreiben hier e im Quadrat ist gleich x. Wir suchen jetzt also das x, mit dem wir e potenzieren müssen. Das x, mit dem wir e potenzieren müssen, damit e Quadrat rauskommt. Ja und, was ist das jetzt? Ich glaube, das ist wieder x gleich 2. Ja, gut aufgepasst. Genau, auch hier ist x wieder 2. So, kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Kapitel 2.6, Exponentialgleichung und natürlicher Logarithmus, Teil 1. Exponentialgleichung, naja, was ist das überhaupt? Also es ist einfach sowas wie 2 hoch x ist 3. Ihr müsstet das schon kennen aus der 9. Klasse, da habt ihr es auch schon gelöst. Jetzt mal als kleine Übung überlegen wir uns das grafisch. Wir haben 2 hoch x hier mal eingezeichnet, beziehungsweise könnte es jede beliebige Exponentialfunktion sein, da wir hier keine Einheiten angegeben haben. Aber es wird ungefähr so aussehen. Richtig. Und eine Gemeinsamkeiten haben alle Exponentialfunktionen, sie gehen durch 0, 1. Deswegen das haben wir richtig gemacht hier. Gut, jetzt überlegen wir uns, okay, wann ist diese Funktion 3? Also ich mache jetzt hier mal eine Linie hin. Bei 3, 1, 2, 3. So. Und guck. Wann diese Gerade, die Funktion schneidet. Das ist ungefähr hier. Ich mache hier auch jetzt mal eine gestrichelte Linie so runter, dass wir uns das ungefähr angucken können, was auf der X-Achse ist. So sollte das passen. Gut, da kommt irgendein X-Wert raus. Wir können ihn hier, das ist jetzt nur eine Skizze, hier nicht genau bestimmen. Überlegen wir mal rechnerisch, wie wir den hinkriegen, ihn zu bestimmen. Und wir gehen jetzt genauso vor, wie wir oben auch vorgegangen sind. Hier hatten wir eine Logarithmusgleichung und haben daraus eine Exponentialgleichung gemacht. Jetzt machen wir es andersrum. Wir haben eine Exponentialgleichung mit der Basis 2. Also können wir hier schreiben Logarithmus von 3, das ist nämlich die Lösung, die rauskommt, zur Basis 2 ist unser x. So, und diese Logarithmusgleichung kann man ganz einfach mit GTR lösen. GTR haben wir da, erteilen assistiert mir. Teilen bitte den GTR. Wunderbar. Gehen Sie ins One-Menü. Jo. Jetzt hier auf F4 mal. Und das steht schon genau bei F2, Logarithmus von B zur Basis A. Und die Basis ist hier 2. Und Logarithmus von 3 zur Basis 2. Gucken wir mal, was es ist. Ungefähr 1,58. Das ist dann das Ergebnis. Also hier in dem Fall können wir hier drunter schreiben, x ist 1,58. Hier auch. So. Aber wir wollen uns heute um natürliche Exponentialgleichungen eigentlich mehr kümmern. Das ist eigentlich ganz einfach, da ist nichts groß anders.
Da ist hier nicht 2 die Basis, sondern e die Basis. Also ich mache jetzt mal überall, wo 2 ist, das einfach raus. Dann sehen. Hier ist auch. So, hier in der Skizze brauche ich eigentlich gar nichts zu verändern, weil auch die natürliche Exponentialfunktion sieht als Skizze ähnlich aus. So, ich schreibe hier e hoch x ist 3. Und es wird auch klar, warum die ähnlich aussieht. Ihr erinnert euch ja, E steht ja sozusagen für 2,71 und so weiter und so fort. Und vorher stand da 2 hoch x, jetzt steht da E hoch x. Das ist sehr nah beieinander auch. Richtig. Das heißt, wir haben jetzt hier Logarithmus von 3 zur Basis e. So, und unser Taschenrechner kann das auch ausrechnen. Wir können das jetzt hier auch versuchen. Macht der Teil mal. Wir gehen hier auch auf F2 wieder. Und hier die Basis nehmen wir e, die Eulersche Zahl. Noch e hoch 1 müssen wir hier machen. Ist ein bisschen kompliziert. So, und hier 3 ist gleich. Und da kommt ungefähr 1,1 raus, gerundet. So, ihr seht hier beim Taschenrechner, das ist immer ein bisschen kompliziert, das einzugeben. Es gibt hier eine schönere Form, das einzugeben. Man hat statt log 3 zur Basis e, schreibt man für dieses log zur Basis e einfach ln. Das heißt, dasselbe wie hier kann man so auch schreiben, ln, der natürliche Logarithmus von 3 zur Basis e. Also das hier, ich unterstreiche es auch mal. Das müsst ihr auch orange unterstreichen, weil das ist wichtig. Das hier ist dasselbe wie das hier. Und Nur die abgekürzte Schreibweise. wir probieren es auch aus. Herr Tang, geben Sie einfach mal den ln ein. Haben wir da. Hier eine eigene Ja. Taste sogar dafür, die LN-Taste. Von 3. Und ihr seht, da kommt dasselbe raus. Also, jetzt wissen wir, x gleich ln 3 löst diese natürliche Exponentialgleichung. Das heißt aber auch, wir wissen auch was ganz Tolles, was daraus im Endeffekt jetzt sich folgern lässt. Wir wissen, wenn man x hier einsetzt, löst es ja die Gleichung. Das heißt, wir setzen es mal ein, e hoch ln von 3 ist was? Na klar, wie es da oben steht, 3. So, also e und Logarithmus sind sozusagen Umkehrfunktionen, die lösen sich auf, und zwar egal, in welcher Reihenfolge sie stehen, ob sie hier so stehen oder ob sie so rumstehen, wie zum Beispiel ln von e, nehmen wir mal hoch 5, löst sich auch auf, ist nämlich einfach 5. Dann können Sie es auch überlegen, e hoch was ist e hoch 5? Na klar, e hoch 5 ist e hoch 5. Das Ergebnis ist 5. Also immer wichtig, e und ln lösen sich auf und auch ln und e, egal in welcher Reihenfolge, lösen sich auf. Gut. Das kann man jetzt eigentlich den kompletten Aufschrieb hier ins Heft übernehmen. Wir ergänzen hier noch, dass da ist die e-Funktion, y ist e hoch x. Das da ist, war bei 3, also hier y ist 3, das ist diese Funktion. Und übernehmt das ins Heft. Das Ergebnis, vielleicht können wir noch dazu schreiben, das x. Genau, weißt du noch, was es ungefähr war? Steht am im GTR oben, oder? Schauen wir Hier nach. ln3, das steht ja Haben wir noch? 1,09. Ja. 1,1. 1,09. Ne, 1,1. Ja. Gut, übernehmt das ins Heft, dann kommen wir zur Regel. Wir notieren uns die folgende Definition. Für eine positive Zahl b heißt die Lösung x der Exponentialgleichung e hoch x gleich b der natürliche Logarithmus von b. Und den schreibt man als x gleich ln b. Nochmal zur Erinnerung, ln heißt Logarithmus zur Basis e. Ist nur die Kurzschreibweise davon. Dadurch gelten diese zwei Sonderregeln hier. E hoch ln b ist b und ln von e hoch c ist c. Wie der Fähnrich es vorhin schon gesagt hat, E und Ln, beziehungsweise L und E, heben sich hier gegenseitig auf. Oder man kann es sich so vorstellen, E hoch der Zahl, die B ergibt, wenn man E damit potenziert, muss automatisch B sein. Und Ln, na gut, zur Basis E, was muss ich schreiben, damit E hoch C steht? Naja, E hoch C ist gerade C. Das sind diese beiden hier und die sollte man sich auch merken. Das kommt immer wieder vor. Schon erklärt. Dann noch einige Tipps und Tricks, die man sich auch merken sollte. Was ist ln von e? Jetzt überlegen wir uns, mit was muss man e potenzieren, damit e rauskommt. Naja, e hätte gerade den Exponenten 1, also das hier ist nichts anderes als 1. Und
unten ln von 1. Mit was muss man e potenzieren, damit 1 rauskommt? Jetzt erinnern wir uns, es gibt eine Zahl, mit der können wir jede andere Zahl potenzieren und es kommt immer 1 raus. Das wäre gerade die 0. Dazu passend haben wir hier auf der rechten Seite die Überlegung e hoch 1. Was ist e hoch 1? Naja, da ändert sich gar nichts groß dran. Das ist gerade e und e hoch 0, so wie bei jeder anderen Zahl hoch 0, das gibt 1. Gerade die Sachen, diese 5 Sachen, die da unten stehen, und auch diese 2, 3 Sachen, die wir da oben unterstrichen haben, sind wirklich sehr wichtig. Versucht die wirklich auswendig zu lernen, damit ihr die immer wisst. Die kommen jetzt ganz häufig vor bis zum Abi. Ganz oft, immer und immer wieder. Das ist jetzt ein bisschen wie Englisch-Vokabeln. Man muss sich es einmal reinprügeln ins Hirn und anschließend weiß man es Bescheid. Etwas drastisch dargestellt, aber es sollte klar machen, wie wichtig es ist. Das hier sollten wir auch nicht vergessen. E hoch x ist immer größer wie 0. Ganz kurz, wirklich nur skizzenhaft, völlig mies gezeichnet. Wenn wir uns erinnern, die E-Funktion sieht immer so aus, die geht nicht unter die X-Achse drunter. Da das hier wirklich völlig scheps ist und keinerlei Beschriftung hat, machen wir das ganz schnell weg. Es hat nie existiert. So, wir kommen jetzt zu den Aufgaben. Wir haben hier schon 4 Aufgaben hingeschrieben. Die erste würde ich gerne mal mit euch gemeinsam lösen, weil die ein bisschen schwierig ist. Mit euch gemeinsam, ich rechne sie vor und ihr versteht es. Hoffentlich. Also wir haben hier e hoch minus ln 5. Ich schreibe es jetzt erstmal um und sage euch gleich warum. Man kann das ja so umschreiben. E hoch ln 5 mal minus 1. Das Mal ist wichtig, denn ihr erinnert euch vielleicht noch an die 9. Klasse. Vielleicht, da gab es so eine Potenzregel, die besagt, wenn man irgendwas hat, zum Beispiel 3 hoch 5 mal 7, also 3 hoch 35, das kann man auch schreiben als 3 hoch 5 hoch 7. So ist es hier auch. Also ich kann das Ganze, hier ist ja ein Malpunkt dazwischen, auch schreiben als e hoch ln 5. Und das Ganze, wieder drüben, das Ganze hoch minus 1. Dann ist das, rechnen wir hier weiter, ich rechne hier mal unten weiter. E hoch ln 5 wissen wir, hebt sich auf, gibt 5, haben wir 5 hoch minus 1. Und auch minus 1 wissen wir, können wir schreiben als 1 durch 5 hoch 1, also einfach 1 durch 5 hoch 1, also 1, ein Fünftel ist dann das Ergebnis. Gut, die anderen 3 Aufgaben, schaut ihr mal, dass ihr selber löst, probiert es mal, pausiert das Video und guckt einfach, ob ihr es hinkriegt. Hier müsst ihr das erst ein bisschen umschreiben. Die Aufgabe geht so ähnlich wie die hier oben. Und die ist ein bisschen knifflig, aber es kriegt ihr hin. So, hier habt ihr die Lösung. Erkläre sie kurz. Ln von 1 durch e ist ln von e hoch minus 1. Und wir legen uns wieder e hoch was gibt e hoch minus 1? Naja, e hoch minus 1 gibt e hoch minus 1, also ist die Lösung minus 1. Hier, dasselbe wie oben. E hoch 3 mal ln 2 schreiben wir so um. Dann können wir schreiben als e hoch ln 2 und das Ganze hoch 3 nach der dritten Potenzregel. Dann ist es hier 2 hoch 3 ist 8 einfach. Wieder weiß ich e und ln aufheben und dann einfach die 2 übrig bleibt. Genau, aber ich denke, die Schüler wissen es inzwischen. Ja, wer weiß. Die d wird schwierig. Wir haben hier eine Exponentialgleichung. E hoch 3x plus 2 ist 5. Und hier ist es wichtig, sobald ihr eine Exponentialgleichung habt, müsst ihr immer auch im Kopf die Logarithmusgleichung haben. Und schreibt sie auch rück daneben, haben wir jetzt auch gemacht. Also 3x plus 2 ist ln 5. Also wieder e hoch 3x plus 2 gibt 5, wie es hier steht. Also das sind diese 2 Gleichungen, die eigentlich zusammengehören. Die solltet ihr immer von der einen in die andere und andersrum übersetzen können. Dann habt ihr bei vielen Aufgaben schon mal ein Problem weniger. Denn jetzt ist die hier ganz einfach zu lösen. Das ist einfach Äquivalenzumformung, wir machen minus 2, dann steht da 3x ist ln 5 minus 2, wir teilen durch 3. Hier ist es wichtig, dass wir das Ganze durch 3 teilen, nicht nur irgendein Einzelterm, sondern das Ganze hier durch 3. Dann haben wir hier x ist ln 5 minus 2 geteilt durch 3. Und das ist auch ein Ergebnis, was wir hier stehen lassen. Das müssen wir nicht ausrechnen, kann auch im Pflichtteil in der Klassenarbeit gefragt werden, dann ist das Ergebnis. So schreibt ihr es auch hin. Gut.
Wir kommen jetzt zu einer zweiten Aufgabe, die in gewisser Weise auch ein Nachtrag ist zu unserem vorangegangenen Video. Wenn ihr euch erinnern könnt, ging es nämlich damals ganz zu Anfang darum, dass wir die Ableitung von vielen Funktionen schon bilden können, aber von Funktionen wie 2 hoch x oder 4 hoch x eben noch nicht. Und jetzt werden wir sehen, dass wir mit dem, was wir mittlerweile über den natürlichen, über die natürliche Exponentialfunktion und den natürlichen Logarithmus gelernt haben, jetzt auch solche Funktionen hier ableiten können. Wir könnten fast a ja 2 oder 4 einsetzen. Darum geht es jetzt. Der erste Schritt ist hier noch ein bisschen tricky. Da zeigen wir euch, was man da machen kann, um weiterzukommen. Dann werdet ihr sehen, geht es ganz genauso wie bisher auch. Was wir uns dafür überlegen müssen, ist das Folgende, dass wir gerade ja gesagt haben, wenn wir e hoch ln von irgendeiner Zahl a machen, dann hebt sich ja das e und das ln auf und das ist gerade unser a. Und das können wir jetzt hier drüben übertragen. Wir haben a hoch x. A entspricht dem, dann können wir sagen, dass e hoch ln a hoch x das gleiche ist wie a hoch x. Wir schreiben hier jetzt also f von x gleich a hoch x ist gleich e hoch ln a. So. Und das Ganze hoch x. Nächster Schritt müssen wir nochmal aufpassen, was wir gesagt haben zu den Potenzregeln. Potenz und noch eine Potenz drüber, werden die beiden Exponenten multipliziert, sodass wir hier haben e hoch x mal ln a. So, und das sollte jetzt, wenn ihr das letzte Video nochmal angeschaut habt, kein Problem mehr sein, denn E-Funktion ableiten könnt ihr machen. Probiert es doch mal gerade selber aus und dann zeigen wir euch die Lösung. Also mit Ableiten nach der Kettenregel müssen wir erstmal die Ableitung der inneren Funktion vorne hinschreiben. Die Ableitung davon ist gerade ln von a und die äußere Funktion e hoch x quasi ableiten und die innere einfach wieder einsetzen. Und da erinnern wir uns, dann bleibt es einfach so stehen, wie es oben schon war. Und wir wissen noch von vorhin e hoch x mal ln a. Ist ja das gleiche wie a hoch x, sodass wir das schreiben können als ln a mal a hoch x. Und jetzt haben wir die Ableitung dieser Funktion hier oben gefunden. A hoch x, je nachdem was es a wäre, wäre 2 hoch x, 4 hoch x und so weiter. Und davor kommt einfach der Vorfaktor, natürliche Logarithmus von dieser Zahl, was man dann zum Beispiel mit dem GTR ausrechnen könnte. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen würden, Beispiel aufschreiben, f von x ist 3 mal 5 hoch x. 3 mal 5 hoch x. Das leiten wir jetzt ab. So, einfach nach der Faktorregel bleibt die 3 einfach stehen. Das wisst ihr. Also wir stehen. 5 hoch x würden wir einfach uns hier oben anschauen. Das 5 hoch x kommt einfach so wieder hin. Und davor kommt noch als Faktor ln von 5. Ich habe extra dieses Beispiel gewählt, weil ihr könnt diese 3 und das ln 5 und das mal 5 hoch x nicht zusammenrechnen. Das bleibt einfach so jetzt stehen. Und dazwischen würde ich noch einen Malpunkt vielleicht hinmachen. Genau. Etwas schönere Darstellung. Genau, so. Und das ist dann das Ergebnis. Und damit hoffen wir, ihr habt jetzt alles verstanden. Ihr könnt jetzt die Ableitung auch von Exponentialfunktionen berechnen. Das ist jetzt gar nicht das Hauptthema sozusagen. Das ist jetzt nur so ein kleiner Teil, der kommt noch gar nicht so oft vor. Wichtig ist, dass ihr alles vorher auf jeden Fall verstanden habt. Das ist ganz, ganz wichtig und wird ganz häufig vorkommen. Guckt euch das Video vielleicht zweimal an. Das ist wirklich wichtig dieses Mal. Und in der nächsten Stunde üben wir das Ganze natürlich. Bis dann. Ciao. Bis dann.